Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Aktuell im Skulltula Haus und wir haben im letzten Part schon gut was erreicht, glaube ich. Wir haben das hier und den Raum da drüben geklärt und gehen heute mal hier rein mit dem Start des zweiten Tages. So, es gibt hier noch so eine fette Geheimkammer. Daran erinnere ich mich noch. Da musste man dann die Masken so ganz komisch runterschießen. Und warte mal, hier setze ich mal ganz kurz die Maske auf. Dann kann ich ja auch mit den Dudes reden. Und kann mir, glaube ich, auch die Reihenfolge geben lassen. Ba, 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 ba. So. Aber erstmal noch ein paar Skullies wegklatschen. Okay, 20 Rubine. Bin aktuell immer noch ein bisschen erkältet. Wenn ihr die Folge seht, werde ich wahrscheinlich schon wieder gesund sein. Deswegen, ihr müsst mir jetzt keine Genesungswünsche wünschen. Habt ihr theoretisch auch schon gemacht. So, da haben wir ein paar Deku-Sticks. Okay, für Ocarina of Time. Haben wir sonst noch irgendwie was hier oben? Ist da was? Ich glaube nicht. Okay, in den Pötten ist bestimmt noch was drin. Auch wieder nur Geld, leider. So, dann zack. Okay, hier gar nicht mehr. Okay, irgendwo haben wir noch was. Im Kronleuchter. Wie hat man das denn gemacht? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Okay, warte, ich speak mal kurz mit denen. Grün muss als zweites geschossen werden. Tschüss. Grün als zweites. Yellow als viertes. Also gelb als viertes. Tschüssikowski. So, ich kriege noch ein paar Pfeile. Bam, 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 bam. Blue ist 3. Okay, und was haben wir hier noch? Rot als fünftes. Jetzt brauche ich ja nur noch den ersten, ne? Ist Rot auch das erste? Ne. Blau ist auch das erste. So, dann was? Grün. Dann blau. Dann gelb. Und dann rot. Tja, was ist Nummer 6? Grün. Ne. Schade. Okay, blau. Grün. Blau. Gelb. Rot. Gelb. Ja, gelb war's. Gelb ist Nummer 6. Okay, dann haben wir jetzt hier den Geheimgang noch freigeschaltet. Da gibt es auch nochmal ordentlich Skullies zu holen, soweit ich weiß. Und eine Schatzkiste. Okay, Skullies gibt es ja auch nicht. Hier nur 5 Rubine. Ansonsten hier nichts weiter los, ne? Nö. So, wie holen wir denn jetzt noch die Skullies darunter? Wie hat man das denn gemacht, Leute? Gute Frage. So viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Nee, ich will nicht mit dir reden. Außerdem, der Geheimgang ist ja schon offen. Machst keinen Feierabend hier. Ich weiß nicht, gibt es irgendwo einen Schalter oder so?
Ich könnte einfach mal eine Bombe hochschmeißen. Oder Alter, ja, komm, ich bretter hier mal mit Dins Feuerinferno rein. Wie wechsle ich denn das? Nach oben? Ja. Mal so just for fun. Die Armen, Alter. Okay, ich habe auf jeden Fall alles weggefackelt. Und da oben ist... Was ist denn das? Auf jeden Fall... Ah, das ist die krasse Maske, ne? So, jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da oben dran? Kann ich denn mit dem Boomerang irgendwas machen? Das ist auch noch eine Magieerweiterung. Ich glaube, für Ocarina of Time, kann das sein? Hey, wie war das denn, Leute? Ich habe gar keinen Plan mehr. Ich komme auch nicht ran. Hä? Hinterhaken? Ich komme auch gar nicht mehr los. Gibt es da noch eine andere Reihenfolge, die ich irgendwie beachten muss? Eigentlich nicht, oder? Sehr verwirrend gerade. So, das da kann ich nur wegfackeln, aber das auch nichts mehr weiter. Ja, wie hole ich mir die Skulltis da oben? Also da sind auf jeden Fall gute Sachen dabei. Was habe ich denn noch so? Ich doch nochmal irgendwie mit dem Bogen. Ich weiß nicht, irgendwie oben runterschießen, irgendwas. Kann ich da so... Kann sein, dass ich gegen den Tisch so bouncen muss. Und dann geht das irgendwie. Ah. So wäre ich im Leben nie dran gekommen. Okay, Magieerweiterung für Ocarina of Time. Perfekt. So, dann hier die Maske. Garos Maske, Leute. Das ist gut. Da kommen wir nämlich jetzt auch, Marikana, ne? Oh. So, und hier noch eine Fee für Ocarina of Time. Ja, geil. Jetzt können wir auch in die Kana weitermachen. Schön. Dann würde ich sagen, das Skulltis-Haus hier ist offiziell abgeschlossen. Und wisst ihr was? Ich probiere mal unsere neue Prelude of Light aus. Einfach mal ausprobieren. Und ich möchte mal... Ja, ich möchte mal... wir haben auch hier dieses... wie heißt es denn? Ah, das habe ich hier gar nicht. Das komische Teil für Bigoron's Sword. Diese Steinvorlage. Zertifikat. Ist, glaube ich, ein Zertifikat. Haben wir ja im letzten Part erhalten. Das würde ich gerne mal abgeben. Und dafür... So. Dafür gehen wir mal ins Lava-Level kurz. Ins Lava-Level. Zum Todeskrater. Und gehen wir kurz hoch zu Big Goron. So. Wir ziehen uns hier mal kurz das an. Im Feuertempel könnten wir jetzt auch wieder ein bisschen weitermachen. Aber ich würde sagen, wir richten uns erstmal wieder nach den Dingen, die wir komplett abschließen können. Wie zum Beispiel... der Wassertempel. Den können wir jetzt komplett machen. Da haben wir alles.
Ja. Nur ärgerlich, dass wir halt immer noch nicht die Feenmaske haben. Das ist eigentlich das Nervigste daran. Denn wir müssen in die ganzen Tempel dann theoretisch nochmal reingehen, um da die ganzen Feen zu sammeln. Weil mit der Maske ist das halt einfach besser. Genau, das hätten wir einmal zu machen. Hi. Guck mal. Da. 50 Rubine. Okay, das war mal wieder sinnlos. Heureka. Aber wir haben die Tauschquest bald komplett. Wir haben nur noch zwei Items, die wir noch nicht abgegeben haben. Ich bin ganz stolz auf uns. So, jetzt haben wir die Frage, oder jetzt haben wir die Möglichkeiten, erstmal zurück zum Zeitschrein. Machen uns wieder klein und gehen in Majora's Mask wieder rein. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, entweder gehen wir Igata. Igata war das andere Spiel. Ikana. Ikana ist es, nicht Igata. Ups. Ikana. Igata war Indigo. Yep. Übrigens auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Leute, falls ihr Indigo und Let's Play Zelda Indigo noch nicht kennt, schaut das gerne mal auf meinem Kanal an. Ist nur eine Demo, aber geht trotzdem, glaubt, 3, 4, 5 Stunden. Sehr gutes Spiel. So, warte mal, ich wollte eigentlich die Hasenohren. Wo sind denn die? So. Also für mich der vielleicht beste Zelda-Hack, wenn der endlich draußen ist, kann wirklich großes Potenzial entfalten, dieses Spiel. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall gerne mal an. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin aktuell noch ein bisschen mit dem Hals beschäftigt und ja. Aber wie gesagt, wenn die Folge hier kommt, ist wahrscheinlich alles wieder gut. Gut, ich bin für Ikana. Ja, ich bin für Ikana, Leute. Dass wir da erstmal rein spielunkern. Weil vielleicht finden wir da irgendwo noch die Maske. Ah, theoretisch bräuchte ich jetzt ganz viele Sachen, ne, in meinen Flaschen. Irgendwelche Käfer und... Hast du nicht gesehen? Könnte ich theoretisch kaufen. Achso. Ist ja nicht der Originalladen. Wo ist denn der Originalladen? Der ist jetzt beim See. Beim See? Was erzähle ich denn? Beim... Wer ist denn das? Da, wo die Fee ist. Fee und See, ja, sind zwei fast selbe Sachen. Ich meine, die Fee wohnt ja in einer Seenquelle. Feenquelle natürlich. Genau. Ich laber ganz crazy shit heute. Hier kann ich aber sowas gar nicht kaufen. Wahnsinn. Kann man hier sowas finden? Einen Fisch kann ich hier mitnehmen. Ich glaube, einen Fisch braucht man auch. Da gibt es ja diesen komischen Brunnen. Und ich glaube, ein Fisch gehört da auch dazu. Ich glaube aber auch rotes Elixier, blaues Elixier. Ich glaube, da ist auch wieder alles mit dabei. Ich meine, wir haben schon einige Flaschen jetzt mittlerweile. Achso, und die... Stimmt, die Wüste, die Gerudo... Nicht die Wüste. Die Gerudo-Festung können wir jetzt auch abschließen. Auch so ein Ding. Jo, ich glaube, das müssen wir uns Stück für Stück jetzt alles zusammensuchen. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Achso, ich sollte vielleicht mal die Maske, habe ich, und die Erweiterung für Ocarina of Time. Die hat man noch nicht. Gut. I wish you a very Christmas. Ach, schön. Okay. Schauen wir mal bei Ikana rein, Leute. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Oh, Wahnsinn. Theoretisch wäre es ganz cool, wenn wir das Auge der Wahrheit hätten.
Da könnte man nämlich auch die Quest noch abschließen mit dem Soldaten. Und man könnte auch die Quest abschließen Komm. So, man könnte auch die Quest abschließen mit Darunia. Das wäre dann auch möglich. Na dann komm. Wo ist er denn? Ach, ich muss gar nicht gegen den kämpfen. Ah, okay. Normalerweise kam ja immer der Typ noch. Und da musstest du eine Runde fighten. So, jetzt kann ich die Hasenohren wieder anziehen. Immer noch bestes Item im Spiel. Meiner Meinung nach. Ich liebe die Hasenohren. Geschwindigkeit war schon immer meins. Haha. Der war gut. Okay. Ne, aber wir können hier ein bisschen was machen. Ich habe nicht darauf geachtet, was das für Musik war. Crazy Musik auf jeden Fall. Da liegt ein Skulti-Symbol und der will haben die hier, oder? Erstmal, was verkaufst denn du? Ne. So, und dann zack. Okay, cool. Was gibt er uns dafür? Ein Brief an Kaffei. Den müssen wir einfach in den Briefkasten werfen, richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall die Carfy-Quest komplett. Das heißt, die könnten wir jetzt abschließen. Boah, schwierig. Was macht man jetzt da in welcher Reihenfolge? Ich glaube, das muss ich mich, da belese ich mich nochmal. Was wir da wie machen. Damit wir da einmal komplett rumgehen mit allem drum und dran. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Items. Das ist schon mal nicht schlecht. Jo. Cool. Aber das war doch schon mal lohnenswert, oder? Also, was ich gerade wirklich gerne hätte, was auch super nützlich wäre für uns, dass wir gerade mal schneller von A nach B kommen. Wäre der Warp-Song für Majora's Mask und was auch noch mega geil wäre, wäre wie gesagt die Feenmaske. Die würde ich auch mega feiern. So. Das einzige Eis, auf dem man nicht rutschen muss. Machen wir eben den, ne? Holen wir oben den Teleporter, den wir eh nicht benutzen können. Mega geil. Hä? Oh Gott. Hauptsache der Vogel kommt angeflogen. Blöder Vogel. Hä, was ist das für Musik, Leute? Crazy. So, Tingle ist ja auch noch am Start, stimmt. Hab ich auch schon wieder vergessen gehabt. Oh, der hat bestimmt wieder teure Preise hier. Feehammer. Tingle. Der ist da oben. Ja, dann später. Ah ja, Spiegelschild haben wir auch schon. Das heißt, wir könnten auch die Quest hier noch machen nebenbei. Auch cool. Fände ich auch nice. Und hier... Achso, hier müssen wir sowieso alle besiegen, ne? Ja, super! Hier müssen wir nicht besiegen. Wir müssen,
Song of Storm spielen. Hier drinne, glaube ich, ne? Nee, warte mal. Ach ja, jetzt muss ich diesen Geist finden. Wo war denn der Geist? Hier ist jetzt alles wieder crazy. Kann man mit dem überhaupt reden? Ja. Mit dem muss man jammen, ne? Ah, da musst du so dü-dü-dü-dü irgendwie so machen, ne? Da muss ich mich auch nochmal belesen. Irgendwo kriegt man dann noch so eine Melodie her und dann muss man dem das auch nochmal vorspielen, dem einen Typen. Boah, habe ich aber auch gerade nicht im Kopf. Das sind alles so Sachen, die habe ich gerade nur im Hinterkopf. So. Wir checken hier mal kurz die Häuser noch aus. Eigentlich ist der Part rum. Eigentlich. Ah, Postman. Ist noch keiner da. Shit. Aber gut. Gut zu wissen. Hier müssen wir ja auch irgendwie eine Eilzustellung machen. Mit dem Brief an Mama. Einmal. Und dann müssen wir das Minispiel noch machen. Ja, ja, ja. Alles sehr wichtig. Okay. Da geht es dann in den Brunnen rein. Hier oben ist dann, glaube ich, weiter nichts mehr. Nee. Und Tingel holen wir uns mal eben noch schnell. Zack. Ja, und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ein bisschen was haben wir auf jeden Fall zu tun. Spiegelschild haben wir immerhin auch. So, was hast du denn Schönes? Ja, Piece of Heart nehmen wir mit. Ansonsten war's das mit Tingle erstmal. Ich glaube, wir sind auch... Ich glaube, der eine Tingle hat vielleicht noch irgendein Skulptula-Symbol, aber ich glaube, ansonsten sind wir durch. Richtig? I guess yes. Okay. Ja, hier müssen wir, wie gesagt, nochmal irgendwie die Melodie finden, beziehungsweise wo wir das spielen konnten. I don't know. Und hier... Normalerweise müssen wir da den Weg durch den Brunnen gehen. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part hier mal. Das Gebäude. Und dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, wieder einschalten zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi, Leute.